Ich bin allem gewachsen, allem, durch den, der mich stark macht. Starke These, da müssten ja, wir toll. Alle Christenmenschen müssten richtig zufrieden und glückliche Menschen sein, weil ich allem gewachsen bin, zu jeder Lebenszeit irgendwie. Herzlich willkommen zu Auf dem Kaffee, dem digitalen Kirchkaffee des Wohnzimmergottesdienstes. Wir hatten heute einen interessanten Prediger zu Besuch. Andreas Malesser hat über das Thema Genügsamkeit schlägt Gier gepredigt und hat uns da mal so aufgeschlüsselt, vor allen Dingen am Anfang, wo kommt das denn eigentlich her mit der Gier? Und da hat er zwei Gründe genannt. Das eine, total spannend, war so von diesem Gefühl, nicht genug gehabt zu haben, hat er gesagt. So, ne? Vor allen Dingen in der frühen Kindheit irgendwie nicht genug Liebe bekommen zu haben, irgendwie emotional unterversorgt zu sein und das dann hinterher ausgleichen zu müssen, so das, was die Seele nicht genug bekommen hat, über die Kehle ausgleichen zu müssen. Genau, sagt er noch, im Hebräischen ist das gleiche genau, Wort. Genau, Nefesh irgendwie, ne? Dass man quasi immer das in sich reinstopft, irgendwie, was man irgendwie ausgleichen möchte. Oder zweitens, von dem Gefühl, nicht genügt zu haben. Neid kommt auch von dem Gefühl, oder Gier kommt von dem Gefühl, nicht genügt zu haben. So, ich bin nicht genug. Genau, ich bin nicht genug. Entweder ich habe nicht genug gekriegt oder ich bin nicht genug. Genau, ich habe den Ansprüchen von anderen nicht genügt. Ja. So, ne? Und deswegen suche ich nach Anerkennung und nach Aufmerksamkeit. So. Das fand ich schon mal super interessant, irgendwie das so zu verstehen. Ja. Noch interessanter fand ich dann aber irgendwie, wie er sagt, wie man damit umgehen kann. So. Ja, er sagt ja, du kannst ja nicht. Er sagt, wir sollen das nicht einfach weltlich lösen, im Sinne von durch entweder immer mehr oder eben einfach durch Enthaltsamkeit, sondern er sagt, es braucht dafür wirklich Christus selbst. Ja? Paulus ist sein Zeuge, das lese ich auch nochmal. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 12, Paulus schreibt, ich kenne den Mangel, ich kenne auch den Überfluss, alles und jedes ist mir vertraut, das Sattsein wie der Hunger, der Überfluss wie die Not, ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Also Paulus sagt, ich kann mit verschiedensten Lebenssituationen umgehen. Ich verfalle nicht in Gier, weil ich dem gewachsen bin durch Jesus, der mich stark macht. Ja. Das war sozusagen die Lösung, dass Jesu Gnade hineingeht in unsere Lehre, wo wir das Gefühl haben, wir müssen das irgendwie auffüllen mit irgendwas. Dass Jesus sich hingegeben hat, kompensatorisch für dieses Leben, hat er, glaube ich, gesagt, was wir nicht leben konnten. Für alles das, wo wir irgendwie eine Mangelerfahrung gemacht haben. Irgendwie, ne? Ja. So, jetzt hat doch das Herz. Wie ist es denn? Also, das ist die geistliche, geistliche Lehre für diesen Sonntag. Wir versuchen es praktisch zu machen. Wie kennst du das, dass das Thema, dass es Gier in deinem Leben gibt? Ja. Also, ich erlebe dich nicht als ein Mensch, dem das ständig überkommt. So, ich es... Nein. Ja, keine Ahnung, man ist ja selber mit sich vielleicht immer ein bisschen kritischer noch, ne? Aber klar, also wenn ich jetzt gucke, so wo betrifft mich das, dann glaube ich schon, dass es mir wichtig ist, zum Beispiel beruflichen Erfolg zu haben oder so. Ne? Mhm. Und da halt, dass da gesehen wird, irgendwie, was ich alles super Tolles kann. So, ne? Und das ist mal mehr stark, mal weniger irgendwie. Aber auf jeden Fall, da bin ich schon so dann auch zielstrebig, ehrgeizig. So, ne? Möchte ich auch, dass das gut ist, was ich mache irgendwie. Ne? Ich will das nicht irgendwie machen. Und du hast auch das Gefühl eben, dass es nicht genug ist. Das ist also, dass du die Gier entwickelst im Grunde. Und jetzt musst du bitte noch einmal sagen, Julia, du bist so, so wichtig für unser Team. Ja, das musst du eigentlich mal kommen. Ja, schon. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt wirklich Hand aufs Herz, das tut mir gut, halt irgendwann, also schon auch zwischendurch mal gelobt zu werden. So, ne? Und das ist aber auch was Wertvolles. Es ist auch also, was, ja. Ne? Also Lob brauche ich nicht, das wird auch komisch. Ja, nein, aber für dich ist es auch ein Leiden, meinst du? Genau. Dass du, und dann ist es ja das, was Andreas meint. Genau. Dann hat es was Gieriges, was ich versuche, was zu kompensieren, wo ich mir irgendwie innerlich meiner selbst unsicher bin oder so. Genau, es hat Hochphasen, Tiefphasen, natürlich hat das auch immer was mit Leitung zu tun und so, ne? Also, aber, naja. Und bei dir? Ich kenne das nicht. Nein, ich glaube, wir sind uns an der Stelle, wir sind uns an der Stelle nicht so unähnlich. Es sind wahrscheinlich ähnliche Dinge. Für mich ist das wichtig, dass ich muss nicht immer der Beste sein, das ist es nicht, aber ich muss immer Erfolg haben. Mhm. Also so dieses Zeit nutzen, Geld nutzen, also effektiv nutzen. Mhm. Also da spüre ich eine Gier im Sinne von, ich muss das erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Und das kommt natürlich auch aus irgendeinem Gefühl, dass ich irgendwie, dass es halt nicht okay ist, wenn es nur Mittelmaß ist oder dass es nicht okay ist, wenn es nicht geklappt hat. Mhm. Also ich kenne das, dass ich ernsthaft schlechte Laune habe, weil ich habe eine To-Do-Liste geschrieben. Ja.
Und am Ende des Tages sind noch 3 To-Dos offen und ich denke, was für ein Tag. Ja. Aber alles scheiße, ich bin nicht genug. Ja, aber das ist genau, das ist total der Schwachsinn. Ja. Also es ist wirklich richtig, das war schlimmstenfalls zerstörerisch. Ja. Weil es ja, genau, es ist eine Gier danach sozusagen effektiv zu sein, eine Gier danach das geschafft zu haben. Oder dass mich das irre aufregt wirklich, ja, wenn dann einer was von mir will, was in meinen Kalender nicht reinpasst. Mhm. Weil ich habe ja den Kalender und ich habe die To-Dos. Ja. Und da habe ich mich von Andreas schon das ertappt gefühlt, dass ich da sozusagen durch dieses, ich schaffe, was ich mir vorgenommen habe, dass ich das dann irgendwie für mich brauche. Mhm. Und das hat was Gieriges. Ja. Also. Ja, weil man damit irgendwas dann auffüllt bei sich selber. Natürlich, so auch, natürlich. Ne? Ich glaube, diese Analyse, ich finde die, also auch toll mit dem Hebräischen, ne? Ja. Zu sagen, was mir eine Seele fehlt, egal ob wirklich von außen vernachlässigt oder einfach heute irgendwie so ein bisschen mangelndes Gefühl oder mangelndes Selbstwertgefühl ist es ja eigentlich. Ja. Genau. Wenn ich sicher bin, bin ich gut, dann muss ich was Gutes machen. Ja. Ja? Und er sagt ja auch, also das ist jetzt nicht nur was mit, keine Ahnung, ne, irgendwelchen frühkindlichen emotionalen Schäden zu tun hat, sondern dass wir das ja auch ganz normal kennen, keine Ahnung, samstags bei IKEA, auf jeden Fall brauchen wir noch Teelichter. Also, man kauft immer was man noch mehr, weil man ein Bestreben nach quantitativer Fülle hat, sagt er so. Ja, ne? Also richtig. Ja, auch nach positiven Gefühlen. Genau, ja, genau. Und Leben in Hülle und Fülle, ja. So gibt's aber. Nur bei Gondes, sagt er so. Ne? Aber ich glaube, es ist auch gut, dieser Analyseschritt ist auch gut. Mhm. Also genau, ist es Konsum, ist es Anerkennung, ist es... Ich habe auch drüber nachgedacht, ich glaube, bei mir ist es auch manchmal dieses... im letzten Jahr habe ich es erlebt, so dieses bisschen... So ein bisschen Nervenkitzel. Mhm. Also eine Gier im Urlaub, eine Gier danach, jetzt was Tolles zu erleben. Mhm. Irgendwas... ich fahre gerne Snowboard und Windsurfen und Kitesurfen und so. Irgendwas zu machen, was man noch nie gemacht hat. Ja. Was halt irgendwie krass ist. Boah, krass, oder? Das ist toll, ne? Aber es ist Freude. Ich meine, ich will das nicht, das ist, weil ich werde meine Hobbys nicht aufgeben. Aber wenn ich mich regelmäßig verletze im Urlaub, dann ist da offensichtlich was übertrieben. Mhm. Also, und die letzten 3 Urlaube habe ich mich verletzt. Ja. Und habe jetzt, ehrlich gesagt, im Zusammenhang mit diesem Gottesdienst gedacht, da ist was Gieriges. Ja. Da ist auf jeden Fall die Gier nach so einem Kick, ne? Ja, oder nach Selbstbestätigung, nach was auch immer, ne? Einfach nach Abwechslung, irgendwas Intensives erleben, was so anders ist als der Alltag, ne? Aber wenn man sich dann selber ausnockt, ist nicht so cool. Ja, total. Lass uns noch, wir sagen, ich glaube, wir brauchen das, wir müssen da ehrlich sein zu uns selber. Mhm. Was sind unsere Einfallstore? Mhm. Wo haben wir eine Neigung zu Gier? Mhm. In welchen Bereichen? Das ist individuell. Ja. Die Antwort ist ja aber dann für alle Menschen die gleiche. Oder für alle Christinnen und Christen die gleiche. Andreas sagt, dass Jesus selbst die Lücke füllt. Also entweder, dass er Dinge heil macht, ich sag mal, wo wir einen Schaden bekommen haben von außen. Mhm. Dass er heil macht, dass er zumindest uns aushalten lässt. Mhm. Oder eben auch, dass er uns dieses Selbstwertgefühl gibt. Du guckst in den Spiegel und sagst, ich genüge. Warum? Weil ich ihm genüge. Ja. Und das gibt dann eine Zufriedenheit. Das füllt eine Lücke. Im besten Fall so, ne? Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich diesen Text höre und da steht, ich kenne den Mangel, ich kenne den Überfluss, alles und jedes ist mir vertraut. Das Satz sein wie der Hunger, der Überfluss wie die Not. Ich bin allem gewachsen, allem, durch den, der mich stark macht. Ey, starke These. Da müssten wir alle Christenmenschen müssten richtig zufrieden und glückliche Menschen sein, weil ich allem gewachsen bin zu jeder Lebenszeit irgendwie, weil ich Christ bin, weil ich Christin bin irgendwie. Und das ist so, ich glaube, das ist... Du meinst, Paulus sagt das, aber es stimmt nicht so richtig, oder? Ich glaube, du musst das halt erstmal verstoffwechseln. Ja. Also ich glaube nicht, dass man dieses Geschenk, so wie es ist, einfach annehmen kann. Ja, diese Gnade, Jesus ist für mich gestorben und möchte diese Leerstellen in mir ausfüllen. Mhm. So, und weil er genug ist, bin ich genug. Ich glaube, das muss man sich füllen. Ja, ich glaube auch, Paulus, ich glaube, es ist auch eine Momentaufnahme. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulus sein ganzes Leben als Christus immer so hätte formulieren können und so meinen. Ja. Aber in dem Moment war er sich sicher. Ja. Da ist es mal gelungen. Ja. Ich glaube auch, es ist, Gott gibt das immer wieder. Ja. Gott muss es uns immer wieder schenken. Gott muss uns immer wieder das Herz voll machen. Ich glaube schon. Also es gibt uns von außen. Wir sind eben nicht Stoiker oder wir Buddhisten und. Genau, das ist ja alles, ich will das nicht aus mir rausholen, sondern ich glaube, die Selbstreflexion ist schon hilfreich, aber dann erwarte ich von Gott, dass er das füllt. Ja. Also,
An unserem Badezimmerspiegel steht auch, du wirst geliebt, an jedem Tag neu. Ja. So, ne? Das ist ja auch einfach ein schöner Zuspruch. Aber der hilft mir dann auch, dieses Geschenk wirklich auch in die praktische Lebensrealität umzusetzen. So. Ja, du erinnerst dich dann ja, ne? Ja, genau. Also. Und also ganz praktisch habe ich das auch schon erlebt. Keine Ahnung, wenn ich dann gierig nach irgendwas war und da vielleicht auch Menschen enttäuscht habe, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, die vergeben mir. So, das, und das ist dann halt dieses Geschenk, wo ich so denke, ja, alles klar, jetzt gibt es auf jeden Fall einen Gott, der da gewirkt hat und mir gesagt hat, okay, ich muss das gar nicht so machen. Du meinst, weil du sozusagen Vergebung erlebt hast, erlebst du in dieser Vergebung, dieses du genügst. Mhm, genau. Das habe ich verstanden, okay. So. Ja, verstehe. Ja, natürlich. Und ich glaube, in solchen Momenten, wenn man das so auch reflektiert und irgendwie da auch so auf einer christlichen Perspektive drüber nachdenkt, dann merkt man vielleicht schon, okay, dieses Geschenk kann ich jetzt so auspacken und in mein Regal stellen und auch annehmen irgendwie. Und ich habe da was von. Das ist nicht einfach nur eine Statue. Total. So. Und ich finde, man kann sich auch daran erinnern. Ja. Und Gott darum bitten, dass er einem das schenkt. Und dann kann man dem Gier ja auch, der Gier ja auch bewusst widersprechen. Ja. Also ich kann ja auch sagen, ey, pass mal auf, kein Grund, schlechte Laune zu haben. Ja. 3 To-Dos nicht geschafft. Ja. Wow. Ja. Also es ist ja auch, es ist auch eine Entscheidung, finde ich. Es ist nicht, oder kann sagen, ey, ich mache meinen Sport, aber irgendwie viel Erwachsener. Ja, genau. Ja, richtig. Das kann man nur machen. Ja. Ja. Also ich finde schon, das ist schon beides. Das ist auch eine Aufgabe an uns. Und wir auch an diesem Glauben festhalten und sich das selber ganz bewusst sagen. Ich genüge, weil ich Christus genüge. Mhm. Und ihn bitten, Herr, schenk mir da ein gesundes Selbstbewusstsein und eine innere Fülle. Ein Leben in Hülle und Fülle durch ihn. Ja. Das wünschen wir dir, dass du das erlebst in deinem Leben. Dass Christus dir Hülle und Fülle schenkt, dass du die Leerstellen in deinem Leben auffüllen kannst mit Dingen, die wertvoll sind, mit Jesus. Und dass du vielleicht das analysierst und herausfindest, wo es sich vielleicht noch ein bisschen verändern müsste. Ich bin mir sicher, dass Gott an deiner Seite steht. So ist es. Hab einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss. Ciao.